und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Veggie Arc. Ich bin schon wieder hier in der Wüste, es ist jetzt Abend. Ich hoffe, das wird hier dann nicht so richtig eiskalt in der Nacht und so super heiß am nächsten Tag. Ich bin ja in der letzten Folge hier schon überall rumgelaufen auf der Suche nach einer bestimmten Sorte Bäume, die, wie sich herausgestellt hat, nur ganz da oben wachsen und da kommt man so gut wie gar nicht hin. Ja, hier bei meinem Rundgang habe ich aber gesehen, dass es auch Düngekäfer hier in dem Abschnitt der Wüste gab. Ich glaube, ich habe insgesamt 3 oder 4 gesehen. Also einmal waren es 2 und dann kam noch mal mindestens einer später. Bei den ersten 2, ich glaube, ich meine gehört zu haben, dass sie dann irgendwie von Dilos angegriffen wurden. Egal. Das heißt also, es gibt hier potenziell welche. Und ich möchte gerne einen zähmen. Dafür habe ich jetzt so ein bisschen Mist eingesammelt. Ich habe einmal großen, 2-mal mittleren und ich glaube 3 oder 4 kleine und keine menschlichen Mist. Denn ja, genau, je größer der Mist, desto besser lässt sich der Käfer zähmen. Mit menschlichen geht es am schlechtesten. Es gibt auch Mist von Titanosauriern, der ist dann aber so groß, dass der Käfer den einfach ignoriert. Also der große von zum Beispiel Brontos oder so, das ist auf jeden Fall the Mist to be. Ja, das ist das, was es sein sollte, wenn man den zähmen möchte. Und jetzt müssen wir halt erstmal einen finden. In diesem Fall ist es tatsächlich mal so, dass ich absichtlich immer niedriglevelige versuche zu finden. Die skill ich dann in der Regel auf Gewicht, damit die... Ist es da drüben was? Mal gucken. Damit die dann möglichst viel Mist ins Inventar nehmen können. Zack, da haben wir noch eins von unserem Jabor. Und ja, ich nehme deswegen niedriglevelige, damit die halt nicht ganz so viel Mist brauchen. Und man zähmt die passiv. Früher war das so, dass der Käfer tatsächlich aggressiv war. Da musste man aufpassen. Wenn man da rangekommen ist, da hat er einen angegriffen. Das ist aber inzwischen nicht mehr so. Also schon ganz lange nicht mehr so. Aber am Anfang war das so. Da musste man wirklich immer hinter dem herschleichen und gucken, wann will er denn mal wieder was. Ziemlich anstrengend und nervig teilweise. Ist da irgendwie... Das ist hier in den Hügeln und Tälern immer echt schwer zu sehen. So, vor den Geiern braucht man an sich keine Angst haben, es sei denn, irgendwo in der Umgebung ist ein totes Tier. Dann werden die aggressiv und verteidigen ihr Futter auch, ne, weil sie wahrscheinlich denken, ihr wollt das haben und deswegen greifen sie euch dann eben auch an. So, ja, in der Nacht kann man hier in der Wüste verhältnismäßig gut sehen, wie warm oder kalt ist es hier. 11 Grad, naja, so wie es eben ist, ne? In der Wüste ist es nachts ziemlich kalt und tagsüber halt sehr heiß. Weil der Boden natürlich die Wärme einigermaßen speichert. Aber, tja, das ist auch nur wieder ein Skorpion. Tropleura. Da hinten, ich glaube, da hinten hatte ich auch die letzten 2 gesehen. Versuchen wir das doch mal. Aber ich hatte, wie gesagt, gehört, dass die dann irgendwie hinter mir angegriffen worden von ein paar Dilos. Ach, deswegen, aber was krabbelt da? Ist das ein Düngekäfer oder ist das ein Jugbug leider? Das kann man natürlich leicht verwechseln miteinander. Mal gucken, was da in der Tasche ist. Vielleicht ist ja eine tolle Waffe drin oder so. Ah, Titanoboa-Gift. Wer weiß, wozu man das irgendwann nochmal braucht. So, wir krebsen hier eben durch die Wüste. Haben unser Jabor dabei. Das nützt uns hier nicht viel, weil hier gibt es keine Wettereignisse. Ich glaube, da hinten. Kann das sein, dass da einer ist? Ne, es ist nur ein Busch. Oder? Irgendwas? Diese 2 einzelnen? Ja, das sind, glaube ich, alles nur Büsche. Aber das war irgendwo hier. Es war allerdings auch noch ein Stück näher an der Küste, glaube ich. Nee, doch, da krabbeln noch welche. Das könnten die tatsächlich sogar sein. Das waren 2. Der eine war blau, der andere war grün. Der eine war 20, der andere, weiß ich nicht, 55 oder irgendwie sowas. Und du warst hier der 20er. Ta! Sehr gut. Okay, das heißt, den brauchen wir nur noch einmal füttern. Und du hier warst nämlich ein bisschen höher im Level, ne? 45, okay. Nicht 55, 45. Ich halte ein bisschen Abstand in der Hoffnung, dass jetzt hier nicht irgendwie jemand kommt und aggressiv wird und mich und den und so weiter angreift. Ja, wunderbar. Das heißt, wir warten hier ab zum zweiten Füttern. Das dauert immer ein bisschen. Und dann stecken wir dem irgendwann noch eins zu. Und dann gehört er vermutlich schon uns. Das ist doch super. So, da haben wir den ersten schon. Ich habe tatsächlich dem jetzt nur ein kleines Misti gegeben, denn ich habe das mittlere an den anderen verfüttert, in der Hoffnung, dass wir vielleicht den mit dem einen mittleren, den wir noch haben, und hier nämlich,
und den ganzen kleinen, die wir jetzt noch haben, vielleicht auch gezählt kriegen, dann haben wir gleich zwei. Das ist ja auch nicht schlecht. Und wenn der jetzt schon wieder wollte, dann will der hier wahrscheinlich auch gleich wieder. Weil ich, ja, habe nicht lange danach dem hier was gegeben. Und ihr seht ja 38. Also theoretisch könnten wir den mit drei mittleren füttern. Aber ich habe, wie gesagt, nur zwei mittlere. Und dann muss der Rest eben mit kleinen gehen. Aber zwei ist natürlich besser als einer. Geht das doppelt so schnell. So, das hier ist jetzt der erste Kleine. Also er hat beide mittleren und einen kleinen gefressen. Er kriegt jetzt gleich noch einen zweiten kleinen. Dann sollten wir den auch haben. Das ist cool, dann haben wir, wie gesagt, zwei Käfer. Ich denke, damit würde ich schon mal nach Hause gehen, weil ich will die natürlich nicht wieder verlieren. Und würde die dann schon mal produzieren lassen. Und schwupp. Dann müssen wir einfach nur mal zusehen, dass wir irgendwie eine bessere Option finden, um an Harz zu kommen. Ja, wie gesagt, mit der Lemantria kann man hochfliegen, die haben wir jetzt aber noch nicht. Und ich bin ja auch so, vor Level 60 will ich auch immer gar keinen Flieger haben. Und tatsächlich wird die Lemantria auch der einzige Flieger sein, den wir uns wahrscheinlich leisten können. Weil wir können uns natürlich zwischenzeitlich mal sowas wie eine Crystal Wyvern zähmen, aber wir können sie halt nicht füttern. Also wenn die nicht weiterhin auch Kristalle frisst und nicht nur Fleisch, die frisst an sich Fleisch, man zähmt sie halt mit Kristallen. Und wenn die nicht später auch noch Kristalle fressen möchte, dann könnten wir die halt nicht halten. Also wir können sie, wie gesagt, einmal zähmen, aber dann ist sie halt, irgendwann verhungert sie dann halt, ne? Das ist ja schade drum. So gut, dann war's. Oh, da hinten ist ein Konkavenator mit der Staubwolke. Dann war's das für uns hier in der Wüste schon wieder. Wir ziehen uns strategisch zurück durch all diese ganzen tollen Skorpione. Uah, da ist noch ein Konkavenator, das ist der gleiche. Ich hoffe, die haben nicht so eine mega große Aggro. So, und dann müssen wir mal langsam mit dem Ackerbau beginnen. Ich bin wieder zu Hause. Das heißt, wir schmeißen hier unsere beiden Käfer mal raus. Plopp und plopp. Obwohl, eigentlich könnten wir die ja auch... Aber ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, die werden dann gefressen. Aber eigentlich könnten wir die natürlich auch hier reinschmeißen. Einmal. Und ihr habt bestimmt mal gekackt. Und zweimal. Über die Rampe können die natürlich raus, aber wir müssen sie ja auf Wandern setzen. Sonst können sie nämlich keinen Mist produzieren. Und vor allem müssen wir den erstmal... Okay, drei lassen wir drin, ne? Drei braucht er nämlich zum Produzieren. So, so. 1, 2, 3, 4. Ah, immerhin. Haben wir schon mal ein bisschen was. Aber das können wir eigentlich da rein tun. Ist zwar ein bisschen eklig. Aber letzten Endes brauchen wir es ja vor allem dort. So, und euch geben wir dann... Wie viel haben wir hier? 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So, einmal 6 und einmal 7 oder so. Die müssen das ja auch tragen können. Und dann kriegen die Level auf Gewicht, damit sie nämlich mehr tragen können. Und dann setzen wir die auf Verhalten, aktiviere Wandern. Verhalten, aktiviere Wandern. Und nehmen das hier weg. Und jetzt dürfen sie eigentlich nicht rauskommen. Nur wir selber kommen noch raus, aber die dürften eigentlich nicht mehr rauskommen. So, und dafür können wir zum Beispiel die Rampe ja hier draußen wieder dran machen. Können wir sagen, du sollst aber bitte aussehen wie eine Treppe. So, und dann müssten die da ordentlich, fleißig Futter, Dünger produzieren. So, schwupp. Und dann kriegst du hier noch auch noch ein siebtes. Klasse. So, jetzt werdet ihr sagen, haha, aber die fressen doch Fleisch. Ich glaube ja. Ich glaube, die fressen tatsächlich Fleisch oder Gammelfleisch. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich weiß nicht, vielleicht, wenn die, also mir ist noch nie irgendwie einer verhungert, auch wenn ich schon mal länger kein Fleisch hatte. Ich glaube, die verbrauchen sehr, sehr wenig Nahrung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich nicht auch irgendwie so ein bisschen über Wasser halten können, während die eben Mist im Inventar haben. Vielleicht ernähren die sich davon auch ein bisschen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, selbst wenn nicht, so, dann zählen wir uns halt immer mal wieder neue. Die produzieren relativ schnell den Dünger
Und wir werden die jetzt halt immer vollstopfen mit Mist und irgendwann haben wir so viel Dünger, man braucht ja dann in der Regel auch irgendwann keinen mehr. Also wenn die Pflanzen erstmal laufen, ja, wenn die erstmal voll produziert haben und sozusagen voll sind auch mit Gemüse, dann verbrauchen die so gut wie überhaupt gar keinen Dünger mehr. Das tun sie immer nur dann, wenn man das Gemüse rausnimmt und sie dann wieder nachproduzieren, bis sie dann wieder voll sind. Und dann brauchen sie wieder keinen Dünger. Deswegen, ja, zur Not kann man dann halt immer mal wieder neu welche holen. So weit ist die Wüste nicht weg. Wir haben ja gesehen, die sind auch noch ein bisschen näher zu finden. Und ja, es geht auch relativ schnell, die zu zähmen. Ich möchte gerne heute wieder zurück in die Wüste und mir versuchen, da eine Limantria zu zähmen. Das kann auch erstmal gerne eine sehr niedriglevelige sein. So, und wir gehen jetzt mal wieder hier drüben an die Küste. Ich habe auch das Kanu wieder dabei und dann setzen wir vielleicht mal über oder versuchen nochmal die Gegend zu umrunden. Vielleicht sieht man ja irgendwie schon auf die Distanz welche. So, ich bin in der Wüste angekommen. Da unten krabbelt auch schon eine. Das ist Level 85. Ich glaube tatsächlich, dass ich mir am Anfang noch was Niedrigeres holen werde. Wenn ich dann irgendwann mal die Harpunengun und Netze habe und so, dann können wir das machen. Aber da ich jetzt auch nur die Armbrust mit Narkosepfeilen habe und auch noch nicht das Gewehr mit Narkosedarts, beziehungsweise auch mit Shocking-Trank-Darts, die brauchen doch schon so einiges an Schuss. Also wenn ich, klar, wenn ich jetzt hier nichts anderes finde, dann nehmen wir die natürlich. Aber die werden wir nicht mit einmal bolern und beschießen bekommen, denke ich. Läuft da hinten noch eine? Nee. Ich hatte irgendwas Gelbes am Boden gesehen, aber ich glaube, das ist ein Kristall oder so. Ja, wie gesagt, die werde ich nicht mit einmal Bolan bekommen. Deswegen will ich lieber noch was Niedrigeres im Level haben, also so 50 oder tiefer, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass es wirklich einmal reicht, die zu bolern und die zu beschießen. Aber es gibt nur die eine. Das ist ja mickrig. Das ist ziemlich mickrig. Okay, ich habe eine gefunden. Diese hier ist Level 20 und die dahinter 130. Okay, ich habe auch schon eine 150er tatsächlich gesehen. Die Fünfe. Plänki. Okay, die 4. Irgendwann macht sie ein zweites Mal eine Wolke und dann will sie eigentlich weg. Oh, die wird schon blutig. Yes, wir haben sie. Okay, cool. Was ich jetzt nicht habe, das sind. Hallo, wen jagst du denn da schon wieder? Was ich jetzt nicht habe, das sind hier, na, Spikes. Spikes habe ich jetzt nicht. Macht aber jetzt erstmal nichts, hoffe ich. Wir versuchen. Hier kommt Speed. So, und nochmal hier was drauf und dann hier noch was drauf. Okay. Wir können ja Holz und so weiter farmen. Holzfasern und Leder braucht man nämlich dafür. Und mich beunruhigt es total, massivst, dass hier schon wieder irgend so ein Tier irgendwie die Aufmerksamkeit anderer Tiere auf sich zieht. So, du kleine Motte. Habe ich nicht gerade. Nee, ich habe gerade alles zu dem rüber getan, anstatt es zu mir rüber zu tun. Oh, dieses Gehirn. Das macht aber überhaupt nicht, was man von ihm verlangt. Okay, zack und zack. So. Wir werden jetzt ein bisschen, tja, irgendwas Kleines, Unschuldiges töten. Da, und da kriegen wir auch gleich nochmal organisches Polymer. Oh ja, jetzt ist er ein bisschen schneller. Okay. Ich habe es jetzt nicht auf organisches Polymer abgesehen, aber wir haben dem ja gesagt, er soll das besser farmen. Dass die Viecher immer da mittendrin stehen müssen. Zwischen all dem, was man da so hat. Okay, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier sind Spikes. Okay, es fehlt noch mehr Holz. Das kriege ich hin. Ich gehe schon mal wieder in die richtige Richtung. Ja, danke. Ich wollte das jetzt selber fällen, weil ich kann das nämlich besser als du. Regnet das jetzt? Okay. Das ist auch nicht schlecht. Was fehlt jetzt? Leder.
Meine Güte. Und der nimmt immer diesen komischen Ball in die Hand. Da drüben liegt ein Gallimimus-Ei. Ist auch cool. So. Machen erstmal so von hier so dicht. Muss ich dich schon irgendwie nachbetäuben? Muss ich dich überhaupt nachbetäuben? So. Okay. Dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendein kleines Tier. Wir können auch das Gallimimus-Ei klauen und Gallimimus-Sisse töten. Gallimiminen. Ist doch Gallimimus oder Pteranodon. Nö, ja, Gallimimus. So, kommt ihr jetzt? Nö. Gut, okay, dann halt nicht. Dann müssen wir mal gucken. Ich mach mal hier den Tracker an. Da. Ha, da habe ich schon auf eine geschossen. Ach, die ist auch bewusstlos? Okay. Okay. Ich hatte nämlich zuerst auf eine geschossen, die war dann aber schon weg. Deswegen dachte ich, ach, naja, dann halt nicht so. Aber ich wusste nicht, dass die runtergegangen ist, weil ich habe die nämlich nirgendwo mehr gesehen. Hätte ich das gewusst. Zack. Nicht freuen. Einfach nur weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Danke. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann... vielleicht ist es ja ein Männchen und ein Weibchen. Ich glaube, das ist inzwischen, gibt es das. Und man könnte sie theoretisch, wenn man denn wollen würde, verpaaren. Ich meine, das wäre inzwischen so. Zack, zack. Ja, 50 ist natürlich besser. Männlich ist das hier, das Tier. So, wie sieht's aus? Okay. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr... Bärchen. Warum ist denn der hier so voll? Was ist, wiegt denn hier nur so entsetzlich viel? Oh, sind es auf einmal richtig viele. Vorher war echt nur eine einzige da. Und jetzt sind das richtig viele geworden. Da. Und hier hast du noch ein paar Backup-Bären. Und jetzt kümmern wir uns wieder um den anderen. Ne, ich habe keine Ahnung. Was ist denn da so schwer? Weg damit. Weg damit. Weg damit. Tja, keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich das. Ich bin das selber, die so wahnsinnig schwer ist, dass er es nicht aushalten kann. Da unten sind Raptoren. Natürlich läuft der Moschaps genau hier hin. Wie gut oder schlecht seid denn ihr? 60. Kriegen wir den? Den kriegen wir, oder? Das ist mir sonst einfach zu gefährlich. Ja, dann kriegen wir doch locker. So, und jetzt ganz schnell raus. Nein! Oh, nein, nein, nein. Ich wollte auf O drücken, weil ihr habt mir nämlich, hat mir einer ins Kommentar geschrieben, dein Moschops frisst ja Fleisch. Klar, wenn er die Option hat, ne, dann wählt er lieber das Fleisch. Und deswegen muss das immer schnell raus. Ich kann ihm natürlich auch sagen, er soll gar nichts farmen, aber er soll ja nicht gar nichts farmen. Er soll halt nur, ja, er soll halt nur das Fleisch nicht essen. Aber das kann ich ihm leider nicht sagen. So, jetzt gehen wir wieder zu der anderen zurück. Nehmen hier nochmal ein paar Büsche unterwegs mit. Und packen hier auch nochmal ein bisschen lila Bärchen ein. Her damit. Puh, was bist du hier? Das eine war ein Männchen. Das ist auch ein Männchen. Ah, schade. So, wie sieht's aus? Ja, Zähmung ist auf jeden Fall weiter als Betäubung. Sehr schön. Das heißt, wir können uns ja eigentlich nur, brauchen uns eigentlich nur um einen kümmern. Aber ja, es sind beides Männchen, ne? Jetzt kann ich wieder nichts sehen. Ja, das ist ja cool. Das ist ja wirklich schön.
Das freut mich. So. Na dann brauchen wir jetzt nur noch abwarten, bis wir erst den einen, dann den anderen haben. So, die niedrige muss noch zweimal fressen, denke ich. Dann sollten wir die haben. Ich habe inzwischen schon zwei Raptoren und einen... Scheiße. Und die Atropleura vernichtet. Und der hier ist mir eindeutig viel, viel zu nah dran. Und... tschüss. So, das heißt, wir machen dich wieder auf, wir schmeißen hier das Fleisch raus, dann das sollst du nämlich nicht fressen. Und ja, die Atropleura hat mir hier auch meine Klamotten kaputt gemacht. So, und kann man das hier vielleicht schon mal reparieren? Ha, sehr gut. So. Okay. Ja, die ist jetzt bei 60%. Warst du der einzige Raptor? Also insgesamt ist es ja jetzt schon der dritte Raptor. Die da ist jetzt bei 94%. Ja, vielleicht noch einmal, wenn wir Pech haben, ist es bei sowas wie 99,5 oder 6 oder 8 oder irgendwie so. Aber ich denke, einmal, dann haben wir die. Die Barrikade habe ich aufgehoben. Ich werde die hier jetzt erstmal einfrieren. Die wird mich und den ganzen Kram eh nicht tragen können. Vielleicht schafft es die andere. Müssen wir mal gucken. Aber bis dahin, ja, sollte sie sich hier erstmal im Kryopod verlustieren. Ja, schade, dass es kein Pärchen ist, aber gut, die sind mir eh zu schlecht, um damit zu züchten. Es ist halt nur immer schön, dass wenn man ein Pärchen hat und man einmal nachzüchtet, dass man dann, je nachdem, was dann dabei rauskommt, eben das Pendant davon benutzt oder eben den nachgezüchteten, weil da muss man halt nicht wieder welche zähmen, sondern ja, die sind ja dann schon gezähmt. Ne? Man züchtet halt dann immer nur noch nach. Dann, ja, aber ich denke, wie gesagt, an dem Level, das lohnt sich noch nicht so richtig. So, da ist noch ein Känguru, auch ein gutes Tier, auch echt schnell und kann halt super springen. Man kann auch kleinere Tiere damit transportieren, kämpfen, so lala, farmen, ne, eigentlich nicht wirklich. Ja, los machen, wir haben jetzt nicht so viel Zeit hier. Aha! So, ich überlege mir nachher einen Namen. Wir nehmen mal die 8. Ja, hi! Schwupp! So, frieren den ein. Sehr schön. Wir geben uns mal zu dem anderen zurück. Und jetzt haben wir ja wenigstens einen. Ich habe jetzt ja auch nur einen Sattel, aber macht ja nichts. Ich werde erstmal dem Besseren den Sattel aufsetzen. Aber wir müssen hier nicht in unmittelbarer, aber in so einiger verhältnismäßiger Nähe bleiben. Denn wir sind nicht weit genug weg, dass die Feinde rausgerendert sind und sich deswegen nicht bewegen. Wir sind aber auch nicht so nah dran, dass wir eingreifen können, dass was, wenn was passiert. Und vor allem, ich will halt auch nicht direkt daneben stehen, dass falls irgendwas kommt und mich attackiert, den aus Versehen auch noch erwischt. Das wäre wirklich schade. So, ich bin wieder zu Hause und habe mir die Motte schon mal besattelt. Also die höherlevelige ist das hier. Und die niedriglevelige habe ich im Kryopod gelassen. Ja, da ist mir doch glatt der Rechner abgeschmiert wegen Hitze. Ist einfach alles ausgegangen, deswegen ja, bin ich so müde mitten im Satz unterbrochen worden. So, außerdem haben die Kackekäfer hier schon fleißig produziert. Wir haben insgesamt von beiden Käfern jetzt hier einmal 6, 9, 10, 11, 12, 13 Stück. Von diesem Zeug, wir brauchen noch mal irgendwie ein bisschen Holz für Feuer und dann können wir mal gucken, was brauchen wir denn noch, um hier uns die ersten Beete zu machen. Also ich will auf jeden Fall das hier. Okay, Fasern, das ist kein Problem. Also davon will ich auf jeden Fall 1, 10. Was habe ich gesagt, wie viel wir haben? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, shit, das reicht leider genau nur für 1. Aber dann ist es halt erstmal so. So, zack, machen wir das mal an. Sagen wir mal Better Farming, Strukturen. Dann stellen wir mal das her. So, irgendjemand hatte mir auch gesagt, die kann man, diese Intakes und Pipes, da braucht man jetzt kein Rohrsystem. Und man könnte das dann, muss es auch nicht im Wasser anschließen, aber ganz im Ernst, ich habe ja hier, man sieht jetzt hier nur noch die Schrift, weil es unsichtbar ist. Ich habe von S Plus dieses Zeug und da kann man auch einstellen, dass der von überall einfach Wasser nehmen soll. Also
Ich muss auch bei den Dingern von S Plus nicht zwangsläufig mit dem Intake von der Rohrleitung wirklich ins Wasser, wobei das jetzt hier kein Thema wäre, weil das ist ja ganz nah. Deswegen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig für mich. So, Lymantria, rutsch mal ein Stück. So, dann wollen wir mal gucken, vielleicht, oder stellen wir das da hin oder hier hin? Ach, ich bin so unentschlossen. Wir stellen das, glaube ich, da drüben hin. Dann gucken wir mal, vielleicht kann man das ja ein Stück ins Wasser stellen. Boah, das ist ja... Ui! Okay. Gerade war es doch aber irgendwo grün. Ich glaube, hier sind ein bisschen viele Tiere. Boah, das ist ja riesig. Okay, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so groß ist. Der Wahnsinn. Dann müssen wir da, glaube ich, ein bisschen umplanen. Nehmen. Da reinwerfen. Und du kriegst hier den restlichen Mist. Ja, dann ist es ja direkt voll, wenn ich... wenn ich das hier reinsetze, ist ja dieses ganze Ding schon voll. Ich dachte, das wäre jetzt so groß wie ein großes Cropplot oder irgendwie so. Das ist natürlich der Wahnsinn. Kann nicht unter Wasser platziert werden. Ja, okay. Also es ist ja nicht unter Wasser, es ist nur am Wasser, aber gut. Aber es war doch hier gerade eben irgendwo... Ah, da oben. Hm, okay, ich verstehe. Ein Dodo! Wie süß! Na gut, dann stellen wir das eben hier irgendwie so daneben. So. Ich will aber nicht, dass es hier irgendwo reinragt. Boom! Boah! Das ist ja riesig. Wie viel kann man jetzt hier drin machen? A good place to plant bigger plants. Ja, aber kann ich da nur einen Samen reinmachen oder kann ich hier mehrere Sachen drin machen? So, wir brauchen natürlich dafür auch wieder Dünger und eben die Rohrleitung. Wir gucken, wir testen einfach mal das neue Zeug aus. Dafür haben wir es ja extra. Und da hätten wir die Käfer gar nicht umstellen brauchen. Wir fliegen in der nächsten Folge mit ihr. Ich weiß, dass sie fliegen kann. So, zack. Ey, lasst mich hindurch. So, dann schmeißen wir euch wieder da drüben hin. Habt ihr ein bisschen mehr Platz. Ich weiß nicht, wenn die sich nicht mehr bewegen können, weil es uns hier zu eng ist, vielleicht klappt es dann ja nicht. Okay. So, was hatte ich gesagt, will ich jetzt machen? Ach ja, wir gucken mal, ob wir uns dieses Bewässerungssystem von hier leisten können. Better Farming, Strukturen. Ne, wir haben kein Zement, aber Zement können wir herstellen. Hier einmal 5. Dann haben wir so viel Metall, das werden wir auch gleich sehen. Und einmal 4. So, dann wollen wir nochmal gucken. Herstellen, Zement, dann sagen wir mal 20 Stück. Alles herholen, das reicht auch. So, haben wir noch genügend Metall? Hier ist noch ein bisschen wenig rohes Metall drin. Und hier ist noch... Na, könnte knapp werden, aber ja, vielleicht kriegen wir noch eins hin. Dann machen wir das auch nochmal. Wir brauchen natürlich auch dann wieder Dünger, um unsere Samen herzustellen. Also man braucht hier wirklich sehr, sehr viel Dünger, muss ich echt sagen. Ich stopfe das hier erstmal alles in den. So, dann die nächste Runde kann wieder in den anderen gehen. Ich habe da schon wieder was kacken werden. Da. So, jetzt kriegst du auch mal wieder was. Und hier schön auf Gewicht leveln, damit sie immer mehr Mist tragen können. Gut, dann gucken wir mal mit dem bisschen Zement, was wir jetzt hier haben. Der Platz hier ist blöd, ich wähle immer nur das Bett aus. Zack. So, dann gucken wir doch mal. Also, wir wollen... Wir machen das an, wir sagen, wir wollen eins hiervon. Und eins hiervon. Welches war jetzt was? Water Intake. Davon brauche ich definitiv ja nur eins. Und hiervon brauche ich vielleicht mehrere. Aber ich weiß halt nicht genau, wie groß der Rahmen ist. So, Water Intake. Gucken wir mal, wie groß die Dinger überhaupt sind. Aha. Das ist also sowas ganz Kleines. Okay. Und das hier? Ah, cool. Okay, da kann man das aber schon mal nicht drauf machen.
Wo ist denn hier in etwa die Mitte? Hier so. Ich meine, wenn ich das jetzt hier hinsetze, ich weiß ja nicht, wie weit das geht. Farming-Sprinkler 0 von 4. Ich weiß es nicht. Okay, da ist auch gar kein Wasser. Was ist das? Better Farming Water Intake. Aufnehmen. Muss ich das eine auf jeden Fall auf das andere stellen? Wahrscheinlich, ne? Okay, ich glaube, ich verstehe. Also, wir heben den hier auch nochmal auf. Die muss man übereinander platzieren, denke ich mal. Und dann, also man stellt vielleicht erst den ein. Ansaugrohr Metall. Stellt vielleicht erstmal den einen. Soll ich das hier reinstellen? Ich stelle das mal hier so direkt dran. Und den dann da drauf. Oh, Wasser trinken. Da kommen aber nicht viel raus. Das könnte gerne ein bisschen sprinkliger sein. Okay, bewässert ist es. Sieht cool aus. Schön, okay, man braucht also keine Rohrleitung und sowas machen. Gut, bewässert ist es, jetzt müssen wir es noch düngen und dann brauchen wir natürlich auch noch die Samen dafür. Das heißt, wir brauchen aber erstmal wieder jede Menge Dünger. Wir nehmen jetzt die Motte, tada, und geben der hier mal was. Also sie braucht mindestens 300 Gewicht. Fliegen wir zu dem grünen Loot rüber, wenn wir das noch schaffen. Und haben unseren ersten kleinen Flugausflug gemacht. Die ist gar nicht so langsam, ne? Also die ist schon relativ flott. Also klar, wenn ich langsam fliege, so, aber schnell eben so, das geht schon. Das kann man mal machen. Die hat halt nicht viel Ausdauer und die hat halt nicht viel Gewicht. Das ist halt so ein bisschen das Manko. Ui, dann mal gucken, ob sie mich jetzt noch tragen kann. Ah, doch, es geht. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen mit dieser Folge Schluss für heute. Und in der nächsten Folge erkunden wir mal so die nähere Umgebung mit der Motte. Wir sind auf der Suche nach sowas wie einem Ölfleck in der Wüste und nach näheren Metallvorkommen hier bei mir irgendwo in der Gegend. Genau, vielleicht sehen wir ja auch irgendwo nochmal irgendein schickes Tier, was wir haben wollen. Hier ist wieder Mist und Eier, sehr schön. Aber ich würde doch sagen, dass wir mit der Folge für heute dann nämlich am Ende sind. Wir packen das hier noch da rein. Ja, wie gesagt, Dünger brauchen wir jede Menge. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Veggie Ark. So rum. Bis dann. Ciao, ciao.